Hallo und herzlich willkommen hier zum Logarithmen ausrechnen. Wir haben den Logarithmus von 8 zur Basis 0,5. Mancher schreibt den auch 0,5 log 8 gleich x. Und das ganze Ding wollen wir lösen, ohne dass wir einen Weg beschreiten, den ich hier auch gleich nochmal zeigen will. Und zwar mit Exponentenvergleich wollen wir den gleich lösen. Ja, und jetzt will ich das mal hier, das was ich mir dazu übermerke, weil Logarithmen drehen in meinem Gehirn einfach irgendwelche Windungen um und dann stehe ich da und fühle mich blöd wie ein Ochse. Und deswegen habe ich mir einmal gemerkt, der Logarithmus von 8 zur Basis 2 ist gleich 3, denn 2 hoch 3 ist gleich 8. Dabei habe ich mir eigentlich 2 hoch 3 ist gleich 8 gemerkt und dann verteile ich auf diese Logarithmengeschichte halt das so, dass ich mir hier noch die Basis gemerkt habe. Und dass ich weiß, dass der Logarithmus dafür da ist, einen Exponenten auszurechnen. Das kann ich jetzt hier, was ich mir hier gemerkt habe, kann ich hier drauf auch anwenden. Also kann ich hier sagen, 0,5 ist ja die Basis. Das hier soll der Exponent sein, ist gleich 8. So. Und jetzt fängt der Exponentenvergleich eigentlich an. Aber ich will noch kurz was dazwischen schieben, denn ich kann jetzt hier auch einfach den 10er-Logarithmus nehmen, was zur Folge hat, dass wir den 10er-Logarithmus von 0,5 mal x gleich 10er-Logarithmus von 8 rechnen. Dann können wir durch den 10er-Logarithmus von 0,5 teilen und kriegen dann x gleich minus 3 raus. Kann jeder auch nochmal mit dem Taschenrechner nachtippen. 8 log durch 0,5 log ist tatsächlich gleich minus 3. Das ist die Variante, wenn man das hier schon mal gezeigt gekriegt hat und das machen darf. Wenn man jetzt aber, wenn da zum Beispiel eine Aufgabe auch drin steht, rechnet das auf jeden Fall nicht mit sowas aus, sondern mit einem Exponentenvergleich, dann kannst du in so einer Sache sicher sein, dass es ansonsten keine Punkte gibt. Gut. Beim Exponentenvergleich geht es tatsächlich darum, dass die Basen gleich sind. Wenn die Basen nämlich gleich sind, kann man die Exponenten vergleichen. Und zwar jetzt in dieser Phase hier, dass ich das erste Mal mit dem Exponentenvergleich jetzt zeige, gehen wir erstmal davon aus, dass wir das Ganze mit einzelnen Potenzen regeln. Hier drüben steht eine Potenz, kann jeder erkennen, Basis hoch Exponent. Hier steht eigentlich nur eine Zahl. Das ist gar keine Potenz, aber man kann jede Zahl auch irgendwie als Potenz auffassen. Was heißt jede Zahl? Da, wo das dann hinterher in der Aufgabe drin vorkommt, diese Zahlen, die kann man höchstwahrscheinlich, sagen wir mal, als Potenz auffassen. Zum Beispiel kann man sich ja gemerkt haben, dass die 8 tatsächlich 2 hoch 3 ist. Das heißt, wir können hier hinschreiben, 0,5 hoch x gleich 2 hoch 3. Ja, aber dann ist ja die Basis nicht gleich. So, da kommt jetzt noch eine Sache hinzu, dass wir nämlich ein bisschen Wissen kommt jetzt hier mit dazu, also Vokabelwissen sozusagen. Wir können jetzt sehen, dass dieses hier ja eigentlich 1/2 ist, ne? 0,5 ist 1/2. 1/2 hoch x ist gleich 2 hoch 3. So, und jetzt können wir sagen, das hier sind ja Kehrwerte. Also die 2, das war schon gar nicht so schlecht, dass ich auf die 2 gekommen bin. Die 2 ist ja der Kehrwert von 1/2. Gut, und der Kehrwert, können wir uns vorstellen, ist die negative Potenz. Also ist dann 2 hoch minus 1 ist gleich 1/2. Das könnte man sich jetzt gemerkt haben, dass das der Kehrwert hier ist, hoch minus 1. Wenn du das noch nie gesehen hast, kannst du es jetzt merken. Das ist also nicht verkehrt. So, wenn 2 hoch 3, wenn ich statt der 2 jetzt eine 2 hoch minus 1 schreiben will, brauche ich auch noch ein Potenzgesetz. Nämlich 2 hoch minus 1 hoch minus 3 ist tatsächlich wieder 2 hoch 3. Nach dem fünften Potenzgesetz potenzieren wir nämlich eine Potenz, indem wir die Exponenten mit einer Normal nehmen. Und minus 1 mal minus 3 ist tatsächlich 3. Das heißt, ich kann hier hinschreiben, 1/2 hoch x ist das gleiche wie 2 hoch minus 1 hoch minus 3. Und statt der 2 hoch minus 1 kann ich auch schreiben 1/2. Ja, man kann das jetzt also auch so gelernt haben, dass ich den Kehrwert der Basis hier hinschreiben kann, wenn ich hier die Gegenzahl, also sprich die gleiche Zahl mit einem anderen Vorzeichen hinschreibe. So, und jetzt können wir uns nochmal erinnern an das Ergebnis von vorhin.
Sind ja jetzt beim Exponentenvergleich und vorhin hatten wir x gleich minus 3 rausgefunden. Und jetzt steht hier 1 halb hoch x ist gleich 1 halb hoch minus 3. Der Exponentenvergleich sagt, weil wir beide Male die gleiche Basis haben, dass wir jetzt schreiben können x gleich minus 3. Ich schreibe jetzt mal hier ev dahinter, das heißt für mich Exponentenvergleich. Da solltest du allerdings schreibweisentechnisch nochmal nachfragen, wie du das denn schreiben sollst. Ich habe hier auch noch was aufgeschrieben und freue mich schon auf Kommentare und ich hoffe, du freust dich auch.